Vera hebt ihren Humpen. Du siehst aus, als wärst du in der Wildnis gewesen. Hast du meinen Magen da draußen gesehen? Ich weiß, dass du Smef schmuggelst, Vera. Keep it down, will you? Psst, nicht so laut, verstanden? Sie blickt sich um. Look, you seem forthright, but I couldn't just announce my business, could I? Even you've got to understand that. Du scheinst aufrichtig zu sein, aber ich konnte doch unmöglich die Wahrheit sagen, oder? Das verstehst gewiss selbst du. I'm just trying to get out of town before some ogre or fishman or starving snow-addled hunter sticks a blade in my gut. Ich will nur aus der Stadt verschwinden, bevor irgendein Ogre oder Fischer oder hungriger, verfrorener Jäger mir ein Messer in den Bauch rammt. More important, I gotta make good on my deal with the supplier. Ain't someone I'm eager to disappoint. Vor allem aber muss ich meine Abmachung mit dem Lieferanten anhalten. Dieser Kerl sollte man lieber nicht enttäuschen. Sie zupft an den Kragen. Also gut, aber ich will beteiligt werden. Nein, das machen wir nicht. Wenn du nicht willst, dass Renning geht von dem Geschäft erfährt, musst du mich bezahlen. Ich werde dir nicht helfen, dieses Gift zu verteilen. Gib dein schändliches Geschäft auf, Vera. You. Fine. Guess I'm stuck here. Because I don't dare face my supplier empty-handed. Hope you're happy. Ihr Mund steht offen. Du, also gut, ich sitze wohl hier fest, nachdem ich meinem Lieferanten nicht mit leeren Händen gegenübertreten will. Ich hoffe, du bist zufrieden. Sie kippt den Rest ihres Bieres herunter. Und so, was hat mich das jetzt gemacht? Ich könnte sie aber, glaube ich, immer noch an Renegild. Das war jetzt... Was? Eine große Ladung. Ich habe Vera überzeugt, den Handel mit 12 aufzugeben. Jetzt sitzt sie ins Dorf fest, worüber sie nicht sehr glücklich ist. At once. Don't mind me. I'm staying here to take up fishing or mining. What fun, huh? Kümmere dich nicht um mich. Ich bleibe hier und fische oder arbeite in der Mine. Tolle Aussichten. Naja, Geld eingetrieben. I'm here. So, yes. Hat Zawa was Neues What zu do you need of Zawa? When I was brought in my then the Ishipi master, he never gave me another lesson. A year later, he was dead of old age. They named me, I thought so as well. I tried everything. Patience, rage, cleverness, acceptance. Not yet. He would say, not yet. Also gehen wir mal von vorne durch. Ich glaube, das hatten wir nämlich erst noch gar nicht. Was war es, was der Meister nicht gelehrt hat, habe ich gefragt. Als man mich zu ihm brachte, wusste ich, wie unwürdig ich war. Aber wenn er ebenso empfand, so zeigte er es mir nie. In meiner Schande habe ich ihm alles gegeben, was ich hatte. Er unterrichtete mich 7 Jahre lang und in dieser Zeit wuchs ich über die anderen hinaus. Dann kam der Tag, an dem er mir das letzte Geheimnis des Anitlei offenbaren wollte. Des unbesiegbaren Kriegers, zu dem alle Tekan-Häuptlinge werden müssen, um unser Volk zu beschützen. Xepilo kam nicht. Ich fand ihn in seinem Arbeitszimmer, er meditierte. Oder vielleicht blickte er nur in die Ferne. Ich konnte es nicht sagen. Meister, sagte ich, ist es an der Zeit, dass ich lerne, der Anitlei zu sein? Noch nicht, antwortete er, und das war alles. Zawas Mund bewegte sich kaum, während er spricht. Er unterrichtete mich nie wieder. Ein Jahr später war er tot, gestorben an Altersschwäche. Sie ernannten mich trotzdem zum Häuptling. Vielleicht hat er dich auf die Probe gestellt, habe ich dann gesagt. Das dachte ich auch. Ich versuchte alles. Geduld, Zorn, Gerissenheit, Akzeptanz. Noch nicht, sagte er nur. Noch nicht. Jemand anders muss in der Lage gewesen sein, dich zu unterrichten. At any time, two people know the secret of becoming the Anitlei. The Chieftain and the Master of the Nalpaska. Es kennt immer zwei Personen das Geheimnis, wie man zum Anitlei wird. Der Häuptling und der Meister der Nalpaska. When Ishipilo died, the knowledge was lost to us forever. Mit Ishipilo starb das Wissen um dieses Geheimnis für immer. Du scheinst trotzdem gut zurechtgekommen zu sein. Have I? Dann lacht freudlos. Tatsächlich will ich noch was anderes fragen. You would ask much of one who knows little. Du verlangst viel von jemandem, der wenig weiß. Was ist geschehen, nachdem du zum Häuptling wurdest? Many things. Enough to wear out your ears. I will spare you for now. Wieder genug, um dir die Ohren schmerzen zu lassen. Das erspare ich dir vorerst. Also, ja, müssen wir wahrscheinlich etwas später mal danach fragen.
Lass uns weiterziehen, weil ich glaube, als wir ihm das erste Mal nach seinem Meister gefragt haben, hat er auch nicht viel gesagt. Ihre schwarzen Augen kratzen gegen ihre Augenhöhle, als sie dich anblickt. Also jetzt reden wir mit der Teufelin von Karok. Gamino sagte, du hättest mehrere Leute ermordet, bevor er deine Seele übertrug. Beim Business, der Mann redet viel, wenn der Tag lang ist. Ihre Augen rollen in ihren Augenhöhlen. Sag mir, warum du diese Leute getötet hast. Hast du es wirklich getan? Ja. Yeah. Ja, sie beobachtet dich weiter und wartet. Sag mir, warum. If it's sane and logical reasoning you're wanting, you're gonna be disappointed. Ain't no sense in any of it. Wenn du dir gesunde und logische Vernunft erhoffst, wirst du enttäuscht werden. Es liegt kein Sinn darin. Ich habe Teile deiner Geschichte von anderen gehört. Den Rest will ich von dir hören. Irgendetwas hat dich dazu getrieben, diese Leute zu töten. Natürlich spielt es eine Rolle. Ich will es nur wissen. Wenn du mich begleitest, muss ich dich verstehen. Ich will wissen, ob ich mir Sorgen machen muss. Vielleicht glaube ich, dass etwas Gutes in dir schlummert. Nee, nehmen wir mal die Eins. Ein sanftes Zischen ertönt aus dem brausenden Golem. Du erkennst es als Seufzen. Mayhap you've heard of Coldmore. Was a quiet, forgettable patch of the woods. Till a pack of rabid clodhoppers set it afire. Vielleicht hast du von Kaltmog gehört. Es war ruhig dort. Ein wenig bemerkenswertes Fleckchen Wald. Bis eine Bande dollwütiger Bauerntöpfe es niedergebrannt hat. Die Finger ihrer Hand zucken und klicken mit plötzlichen spastischen Bewegungen gegeneinander. Was genau ist in Kaltmog geschehen? Eine plötzliche Hitze schießt aus ihren Schmiedenähten, als ihre Essenz kocht und brodelt. A farmer on the other side of the mountains woke up one day with his head all aflame and took it for the gibbering speech of his god. Ein Bauer auf der anderen Seite der Berge wachte eines Tages mit brennendem Kopf auf und glaubte, sein Gott würde zu ihm sprechen. Okay, Whitewind. Hey, haben wir schon lange nicht mehr über Whitewind geredet. And so did a few thousand of his countrymen. So when he tired of Vorlas fields and marched west, a horde of armed Hicks followed. Genau wie ein paar tausend seiner Landsmänner, als er genug von den Vorlasfeldern hatte und nach Westen marschierte, folgte ihm eine Horde bewaffneter Bauern. Was meinst du damit? Saint Whitewind and his blazing crusade celebrated his coup in Raid Saris by invading the Deerwood. Saint Whitewind und sein verfluchter Kreuzzug hat sein Coup in Raid Saris gefeiert, indem er in den Deerwood eingefallen ist. Most of his forces headed north to Helgat Citadel, but a lucky few thousand ventured through the mountains. Through Cold Morn. Die meisten seiner Truppen marschierten nach Norden zur Zitadelle von Halgott. Ein paar tausend haben überquerten die Berge. Sie kamen durch Kaltborg. Wie ließen sie passieren? Warum habt ihr nicht versucht, die Rezeraner aufzuhalten? Ihr habt eure Landsmänner verraten. Die Umwelter sind nachtragend. Ihr hättet wissen müssen, dass das kein gutes Ende nimmt. Ihr hattet wohl kaum eine andere Wahl. Fragen wir mal, warum ihr sie nicht aufgehalten habt. They had us clean beaten numbers. Even bumpkins like us figured that. Sie waren uns zahlenmäßig weit überlegen. Selbst Dorftrottel wie uns war das klar. Just look at Mercy Vale. They fought back. And now there ain't one stone standing atop another in the whole village. Sieh dir Gnadenteil an. Sie haben sich gewehrt und jetzt stehen im ganzen Dorf keine zwei Steine mehr aufeinander. Sie reibt eine bronzene Handfläche gegen die andere. Metall kreischt. Besides, we asked the Duke for help. Told him Widewind's troops was coming through the mountains. Seems he had better uses for his soldiers. Außerdem hatten wir den Duke um Hilfe gebeten, haben ihm gesagt, dass Whitewinds Truppen über die Berge kommen. Er hat wohl eine bessere Verwendung für seine Soldaten. Sie verschränkt die Arme über ihrer gepanzerten Brust. So we let Whitewind's soldiers pass. Left him for the Duke to wrangle on his own terms. Also ließen wir Whitewinds Soldaten passieren, haben sie dem Duke überlassen, wie er es offenbar wollte. Du hörst ein sanftes Klacken, als sie mit der Hand gestikuliert. Was ist dann passiert? They dealt with the Raid Sarans. Then they came for us. Sie haben sich um die Rezeraner gekümmert und nahmen sie uns ins Visier. Was after the Godhammer made a fine grid out of Widewind, when Deerwoodens were running on rage and looking for something to burn. Das war nachdem der Götterhammer Widewind zu feinem Pulver verarbeitet hatte, als die Deerwoodener voller Zorn nach etwas suchten, das sie niederbrennen konnten. Du siehst ein Glimmern und Funkeln aus ihren Schmiedenähten scheinen, als Rasiermesserdünne Drähte in ihrem Inneren sich spannen. They came at dark, hundreds of folk. Every one of them mourning someone lost in the war. Sie kam in der Dunkelheit, hunderte von Leuten, von denen jeder im Krieg jemand verloren hatte. Ein trockenes Lachen klackert in ihrer Kehle. Must have decided it was our duty to escort their dead back to the wheel. Müssen wohl entschieden haben, dass es unsere Pflicht war, ihre Toten zurück zum Rad zu geleiten. They didn't light their torches till they had us surrounded. Time we saw them, there was a ring of fire closing around us. Sie haben ihre Fackel erst entzündet, als sie uns umzingelt hatten. Als wir sie sahen, waren wir schon von einem Ring aus Feuer umgeben. Sie hätte nur ein Echadismus in ihrem Hinterkopf klickt leise. I woke.
Ran to the window. Whole village were a maze of flames. Couldn't see nothing for the smoke. And the screams. Ich bin aufgewacht und ans Fenster gerannt. Das ganze Dorf war ein Labyrinth aus Flammen. Ich konnte vor lauter Rauch nichts sehen. Und die Schreie. Ihr Daumen zuckt zu einem seltsamen Rhythmus. Most ran for the streets. Got caught by the mob. Others hid, let their houses burn down around them. Die meisten sind auf die Straße geflohen. Der Mob hat sie eingeholt. Andere haben sich versteckt, haben ihre Häuser um sie herum niederbrennen lassen. Was hat das mit deinem Verbrechen zu tun? Es tut mir so leid, wie fürchterlich. Ihr Feigling habt es nicht besser verdient. Jemand muss diese Mörder bestrafen. Was hast du getan, um zu überleben? Es tut mir leid. You're the only person in the Deerwood who thinks so. Me, I'm surprised the Duke didn't make our massacre a festival day. Deswegen glaubt er dir niemand im Dürrwald. Ich bin überrascht, dass der Duke unser Massaker nicht zu einem Feiertag erklärt hat. Was hast du getan, um zu überleben? Man, fought, hid, burned. Geflohen, gekämpft, versteckt, verbrannt, genau wie meine Nachbarn und meine Familie. Nur hatte ich mehr Glück. Was hat das mit deinem Verbrechen zu tun? Hunting down the men and women, what took part. Thought that much was clear. Ich jage die Männer und Frauen, die daran beteiligt waren. Ich dachte, das wäre klar. Du konntest nicht hoffen, sie alle zu erwischen, aber du hast nur Leute getötet, die Kiteborg angegriffen haben? Das ist sinnlos. Nehmen wir mal die zwei. Sure. Klar, ihre Stimme ist so ausdruckslos wie ihr Gesicht. You want me to tell you straight? I found the men and women what destroyed my village, and I burned their houses down around them. Soll ich das dir gerade aussagen? Ich habe die Männer und Frauen aufgespürt, die mein Dorf zerstört haben. Und ich habe ihre Häuser um sie herum niedergebrannt. Sometimes they was alone, and sometimes they wasn't. Manchmal waren sie allein, manchmal nicht. Was wolltest du dadurch erreichen? It were a mob that destroyed our village. But it was just one man that burned my family's house. Seht ihr, es war ein Mob, der unser Dorf zerstört hat, aber es war ein einzelner Mann, der das Haus meiner Familie niedergebrannt hat. Kept hoping I'd get to him as I was working my way through the rest of those maggots. No matter now, I suppose. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass ich irgendwann bei ihm landen würde, wenn ich mich durch den Abschaum vorarbeite. Jetzt ist es wohl nicht mehr wichtig. Ein Seufzer rattert aus ihrem bronzenen Schädel, aber ihre Essenz zuckt und peitscht so rastlos umher. Wie der Schwanz einer Katze. So, jetzt sind wir wieder am Anfang. Gavino und du, ihr hattet eine ungewöhnliche Beziehung. Only kind of have with someone like him. Or me. Anders geht es nicht jemanden wie ihm oder mir. Sie verschreckt die Arme. Anders geht es nicht mit jemandem wie ihm oder mir. Sie verschreckt die Arme. Du verabscheust ihn. No other way to feel about the man who flayed my living soul. Wie sollte ich sonst über den Mann denken, der meine lebende Seele entrissen hat? Metall quietscht, als sie ihre verschränkten Arme bewegt. Wie lange kennt ihr euch schon? Around about 13 years. Too long, you ask me. Ungefähr 13 Jahre, zu lang, wenn du mich fragst. Er hat gesagt, er habe dich geschaffen. He'd spread butter on bread and claim he made something. Never been accused of modesty, that man. Er sagt auch, dass er etwas geschaffen hat, wenn er Butter auf ein Brot streicht. Bescheidenheit hat er ihm noch... Hat ihm noch niemand vorgeworfen. Sie rollt wild mit den Augen. He managed to stuff my soul into this heap of bronze, true enough. Maybe that makes him a genius. Also makes him a son of a bitch. Aber es ist ihm gelungen, meine Seele in diesen Bronzehaufen zu sperren, das stimmt. Vielleicht macht ihm das zu einem Genie. Es macht ihn aber auch zu einem Hurensohn. Sie trommelt mit ihren Fingern auf dem zerkratzten Bizeps herum. Hast du schon einmal überlegt, ihn zu ermorden? Every day. Just kept putting it off. It's not like either of us was going anywhere. Jeden Tag. Ich habe es nur immer wieder verschoben. Es bestand ja keine Gefahr, dass einer von uns plötzlich weggeht. Was genau hast du für ihn getan? Sieht mich nicht mehrere Sekunden lang an und zuckt dann mit den Schultern. Looked after his tools, cleaned the workshop, swung the sledgehammer. Oh, and snatched up travelers for his soul tinkering. Mich um seine Werkzeuge gekümmert, die Werkstatt aufgeräumt, den Hammer geschwungen. Ach, und Reisende für seine Sehnexperimente entführt. Wovon sprichst du? Die anderen Golems, meinst du? But don't you worry. They were all bad folk. Aber keine Angst, sie waren allesamt schlechte Leute. Danke, dass du es mir gesagt hast. Das ist ja grauenhaft. Damit kann ich leben. Danke, dass du es mir gesagt Just hast. So you know, you got a real professional working for you. Nur damit du weißt, das ist ein echter Profi für... Dass ein echter Profi für dich arbeitet. Ja, ihr jetzt Vorwürfe zu machen, dass sie in seinem Namen Leute entführt hat, auch wenn es Verbrecher waren, halte ich jetzt nicht für angemessen.
Sprechen wir über was anderes. Yeah, I've had enough of him too. Ja, ich hatte auch genug von ihm. Sie lässt die Arme fallen und entspannt sich. Warum wolltest du mit mir kommen? Stalwart's great this time of year. Barath's bells in bloom for a good 5 days, and the mountain squall actually blows the fish stench away from town. Stalwart ist um diese Jahreszeit wunderschön. Berats Glocke blüht gut für gute 5 Tage lang und der Bergwind bläst tatsächlich vorübergehend den Fischgestank aus der Stadt. Sie kann noch riechen. Sie wendet sich aber klarer mit den Fingern gegen die Handfläche. Better than staying at Galvino's anyway. Besser als bei Galvino zu wohnen. Alof hebt deine Augenbrauen und beugt sich zu dir. Ich habe lange genug mit Geheimnissen gelebt, um zu wissen, wenn jemand etwas verbirgt. Ihre schwarzen Augen kratzen gegen ihre Augenhöhle, als sie dich anblickt. Ich habe das Gefühl, dass du in Stalwart nicht willkommen bist. I had a reputation. People in these little villages ain't the most open-minded.